Yahudi, hallo meine Lieben, wir sind hier bei einem neuen Format und zwar hören wir uns und sehen uns eure Cakewalk-Projekte an. Und da bevor wir anfangen, gibt es so einen kleinen Disclaimer. Ich bin da immer grundehrlich mit euch und sag euch, wenn mir etwas gefällt oder auch nicht gefällt und versuche dabei so objektiv wie möglich zu sein. Das gelingt mir nicht immer, aber ich arbeite da dran. Und wir gehen da immer so vor, wir hören erstmal rein und ich laber da so ein bisschen dazu, was mir heute da gerade so einfällt. Und dann machen wir natürlich die technische Seite. Was ist gut? Was ist jetzt nicht so gut geworden? Und dann machen wir so Basics wie, keine Ahnung, richtiges Gain-Staging. Und natürlich werdet ihr ja auch da meine Veteranen-Tipps für Cakewalk und jetzt dann später Sona mit auf den Weg kriegen, weil wir wollen ja alle besser werden dabei. Und wenn ihr euch da mal auf den Schlips getreten fühlt, dann bedenkt immer Folgendes. Mein Geschmack ist nicht eurer. Fehler sind immer da, um zu lernen. Und wenn es nur euch gefällt, dann ist es auch völlig okay, weil Musik kann auch eine tolle Eigentherapie sein. Und wie es ein sehr guter Kumpel von mir immer sagt, Andy, Küsschen links, Küsschen rechts, bringt keinen weiter. Und deswegen fangen wir jetzt an. Entpacken wir doch heute mal das Projekt Nothing to Lose von Freier Bewerter. Und da gucken wir mal, da kommt jetzt zwar Fehlermeldung mit Contact Synthesizer Rack, dass der nicht verfügbar ist, aber wenn der liebe Freier Bewerter es richtig gemacht hat und die Spuren eingefroren hat, wie man es hier sieht, dann kann uns das egal sein. Hören wir uns mal den Song durch und ich sag mal, was man so einfällt dazu. Lauter, darf ruhig knallen. Das ist ja ein bisschen was für ein 70er, 80er Sci-Fi-Movies. Jetzt haben wir da Richtung Pet Shop Boys. Könnte ja besseres Timing verkraften. Okay, lassen wir mal kurz in die. Lassen wir mal kurz ein bisschen einhören, Solo in die. Aber das ist halt nicht 120 BPM, oder? Mal einen Klick. Warum her ein Klick nicht? Also normalerweise wird die. Also okay, dann schauen wir doch gleich mal. Dann, oh, dann haben wir schon ein Problem. Das ist gut. Wir haben ein Problem, das wir lösen müssen. Schauen wir uns die Voreinstellungen, weil normalerweise müsste ich ja den Klick hören, wenn ich ihn einschalte. Aber ich vermute mal, dass er falsch geroutet ist. Und zwar auf Metronom gängernd. Dann haben wir hier Ausgang keine. Ja, keine bringen uns natürlich nichts. Und da gehen wir mal auf, direkt auf den Ausgang, mein Kopfhörer. Schauen wir, ob jetzt geht. Okay,
Okay, also Klick und Projekt passen schon überhaupt nicht zusammen. Und das wäre vielleicht das Erste, das ich mache, da, dass ich immer schaue, wenn ich ein Projekt habe, dass die Projektgeschwindigkeit, die sich hier oben hat, auch mit meinem Projekt übereinstimmen. So also, wird ich kariertes Papier nehmen, aber dann 6 mm Kasten machen wollen. Kann man mal, ist aber unpraktisch. Wie heißt denn eigentlich der Song? Nothing to lose. Nichts ist zu locker. Außer du willst schreiben, nichts zu verlieren, dann muss es mit Ohr am O geschrieben werden. Klugscheißerei Ende. Aber um das geht es halt nicht. Wir haben schon, warum läuft der Klick nicht mit deiner Projektgeschwindigkeit? Oh, da kickt meine Zwangsstörung. Wir sind nicht weit weg, aber lassen wir das mal im Sohn laufen. Ein bisschen schnell, 125. 125. Ah, das darf ich ja nicht. Wenn ich jetzt einfach die Geschwindigkeit ändere, dann verschiebt es mal die Olle. Also alle an der gleichen Stelle anfangen. Weil wenn ich sonst jetzt die Geschwindigkeit ändere, springen auch mal die Clips und her, ist dann nicht mal an der Originalstelle. Also machen wir so. 125. Probieren wir mal. 125. Das heißt ja, wird es dazu ganz 125 sein. Stellen wir das erste Mal an den Takt anfangen. Das Bumsi da. Schalten wir mal mit N das Raster aus, dass es schön platzieren kann. So. Fast. Ein bisschen langsam müssen wir. 124. Ja, du Fuchs, du. Der mal es einmal auf 124 setzen und schaut, dass wir das dann auch wieder am Takt anfangen, spulen lassen. Da, 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 da. So. Und jetzt? Ja, und jetzt seht mal, jetzt läuft das aus. Na, Donnie. Auf jeden Fall haben wir es jetzt schon mal ausgerichtet. Das würde ich euch empfehlen. Schaut immer, dass die Geschwindigkeit eures Projekts mit eurem eigentlichen Projekt übereinstimmt. Das ist euch viel leichter. So, haben wir es einmal ausgerichtet. Vor allem ist es dann wichtig, wenn ihr irgendwelche tempobasierten Effekte macht, wie zum Beispiel ein Delay. Das tut mir natürlich viel leichter, wenn ihr es in der gleichen Projektgeschwindigkeit habt, wie mein Projekt eigentlich ist. So. Aber lassen wir mal kurz in die anderen Sachen einher. Was ist denn das? Contact. Auch vielleicht beim Benennen. Das ist ein schönes Pad. Der Vocoder. Was ist mit der Stimme los? Also was, ich sehe, hä? Du hast hier keine Effekte drin, aber es hört sich so auf, jetzt war das mit Effekten zugeschüttet. Der mal die Spur auftauen, wie er sie dann erhört. Okay. War jetzt vielleicht meine Frage, wie hast du das dann gemacht? Weil die Vocals klingen schon mal, jetzt mal, wenn man es jetzt aus rein technischer Sicht, aufnahmetechnischer Sicht, klingen es nicht gut. Da sind irgendwelche Effekte und ein Hall dabei. Aber zum Musikstil passt es. Ja? Gesanglich kannst, bin ich mir aber sicher, da kannst du mehr rausholen. So. Und da hat man irgendwas, war nur, das hat man so gar nicht gefallen vom Timing her. Ich glaube, das war das da. Das passt das zusammen? Nee. Sehr gut, das läuft weg. Wenn wir jetzt mal nur das da nehmen
mit hier 524 BPM laufen lassen. Ja. Hörst du es? Das läuft wickert. Und das macht natürlich so einen Song ganz schnell kaputt, wenn irgendwas gegenspielt und das eine läuft mit der Geschwindigkeit und eine läuft mit der Geschwindigkeit. Ich habe jetzt hier ein bisschen reingezoomt, weil bei dem merkt man es ja ganz deutlich, dass es davonläuft. Sehen wir auch hier an der Wellenform, dass die immer ein bisschen mehr Abstand zu den Linien hat. Und ist natürlich klar, wenn ich solche tempobasierten VSTs abspiele und habe einen Song, der mit 124 BPM läuft und bei der Aufnahme hast du 120 BPM verwendet, dann spielt natürlich das Pattern langsamer ab und dann passt es nicht mehr dazu. Genauso kann man hier nochmal auftauen und die Pianorolle aufmachen, dann sieht man sie auch ganz gut. Na, so. Welche Noten du eingespielt hast, jetzt sehen wir mal davon ausgegangen, dass die jetzt hier bei der 1 anfangen, dann sagt man, ah, das passt überhaupt nicht zusammen. Dann ist es wieder ein bisschen zu früh vorm Takt. Da auch ein bisschen zu früh vorm Takt. Ein bisschen anders früh vorm Takt. Also das ist ja alles sehr ungleichmäßig. Ich gehe davon aus, dass du das manuell eingespielt hast. Und bei sowas auch aufpassen, dass man es dann vielleicht, keine Ahnung, mit modifizieren, quantisieren. In dem Fall kann man es ja auf Ganze ausrichten. Dass es dann durchkehrt. Musik hört. Das kriegst du besser. Was mir aber, das was mich am meisten stört bei dem Projekt, ist das falsche Gainstaging. Was meine ich damit? Wenn wir jetzt mal so schauen, lassen wir mal alles spielen und blenden uns mal hier den Bus ein. Dann sehe ich hier, bin ich bei minus 8 dB. Das ist vollkommen in Ordnung, dass ich spätestens beim Ausgang immer Minuswerte habe, aber das heißt nicht, dass wir ein gutes Gainstaging haben, weil das sehe ich jetzt zum Beispiel schon, haben jetzt hier die Vocals, weil die Vocals haben ein Problem, sie laufen auf minus 11,9 dB, das heißt, sie sind immer, eigentlich müssten sie damit im guten Bereich sein, sind es aber nicht, weil wenn wir jetzt mal hier schauen, die Lautstärke ist auf minus 11,9 und wenn ich jetzt die Lautstärke mal wieder auf normal gehe, machen wir das auf Solo. Sunshine Day. Dann stoßen wir an die 0 dB an und somit übersteuert uns das Ding. So, und wie fixe ich jetzt das Ganze? Die Lösung ist einfach und zwar, wenn ihr seht hier, dass Aufnahmen zu laut sind oder kurz vor Übersteuern sind, dann schau am besten bei der Aufnahme, schau, dass ich da an geringeren Eingangspegel habe, ist es nicht mehr möglich und muss ich das nachträglich hier machen, dann regeln wir das beim Gain-Regler. Was ist der Unterschied? Wenn ich am Gain-Regler das runterregle, dann mache ich es direkt am Anfang, also wo das Audiosignal entsteht und geht dann schon mit der optimalen Lautstärke durch die ganze Signalkette durch, also hier durch meinen Pro-Channel und auch durch meine ganzen Effekte. Regle ich dann die Lautstärke runter, regle ich nur den Ausgang runter. Aber im ganzen Track durch die Signalkette ist alles noch übersteuert. Kann ich jetzt mal ganz kurz zeigen an einem Beispiel. Nehmen wir mal einen Blambeiderer und machen uns einfach mal hier den Kompressor an. Und gehen wir jetzt hier nochmal auf Wiedergabe. Dann sehe ich hier schon. Leuchtet der rot, der Kompressor, und das heißt, wir sind hier in der Übersteuerung drin. Regle jetzt hier die Lautstärke auf minus 11,9 runter, wie wir es vorher konnten, also ungefähr 12, so. Ist es zwar leiser, aber wir übersteuern hier immer noch in der Signalkette, weil das ganze Signal zu heiß reinschießt. Also gehe ich jetzt hier, lasse es hier nochmal und regle aber den Gain-Regler entsprechend runter. Machen wir mal so minus 10 dB, müsste vollkommen ausreichen. So, und wenn ich jetzt hier nochmal Wiedergabe gehe, bleibt hier alles im grünen Bereich. Das heißt, wir gehen mit einer optimalen Lautstärke durch unsere ganze Signalkette durch und müssen nicht Angst haben, dass wir zwischendurch da
übersteuern. Also nochmal kurz zusammengefasst, was würde ich jetzt an dem Projekt anders machen? Ganz, ganz wichtig, Gain Staging. Hier übersteuern die meisten in der Signalkette und sind viel zu laut. Und es kann einfach zu digitalen Artefakten, zu Kratzern, zu, ja, das Herz hört nicht gut an. Digitales Übersteuern klingt immer schändlich. Auch achte immer darauf, dass die Projektgeschwindigkeit mit deinem eigentlichen Projekt übereinstimmt. Dann tust du die vielleicht beim Einspielen, beim Ausrichten und vor allem bei tempobasierten Effekten. Außerdem würde mich dann interessieren, welches Setting du bei deinem Mikrofon hergenommen hast, was du für Audio-Interface zum Aufnehmen benutzt hast, weil das, was ich da höre, gefällt mir jetzt soundtechnisch nicht wirklich. Und wenn ihr mir auch mal eure Projekte zum Reinhören schicken wollt, dann habe ich hier diese Adresse für euch. Das ist ein bisschen schief, so. Riecht man es gerade aus? So. Und bitte achtet darauf, dass ihr euch vorher dieses Video anguckt, damit ich auch alles im richtigen Format habe. Und bitte kommentiert fleißig, ob euch das Format gefällt. Wenn wir es so weiter behalten. Und bis zum nächsten Mal sage ich Bussi aufs Bauchbärli und Servus.